Sizasport TV, it's time for pre-match. Hallo und herzlich willkommen bei Sizasport TV. Ja, zweite Runde Salzburger Liga und wir sind zu Gast an diesem Freitagabend beim Dänengau Derby. Und zwar trifft der SK Atnet hier zu Hause um 19 Uhr auf den UFC Hallein. Und zu unserem ersten Pre-Match-Interview ist jetzt bei uns der Trainer des SK Atnet, Gerhard Berlach, zu Gast. Gerhard, schön, dass du da bist. Gerhard, mal ganz kurz. Man hat letzte Woche in Buch gewinnen können, man hat aber in Atnet da komplett neue Mannschaft, einen großen Personalwechsel. Ist das Ziel heuer ganz klar für euch der Nicht-Abstieg? Also ja, definitiv. Es gibt bei uns nichts anderes. Und man muss auch sagen, von den Gegebenheiten, was da jetzt alles passiert ist im Vorfeld, muss man ehrlich sagen, wir haben sehr unerfahrene Truppen, sehr junge Truppen und da kann man nur sagen, Ziel Nicht-Abstieg. Und wenn wir das schaffen, wäre eine Sensation. Jetzt geht es heute zu Hause gegen den UFC Hallein. Der UFC Hallein hat auch einen großen Personalwechsel gehabt, hat halt viele Spieler aus Kuchl und Golling bekommen. Letzte Woche konntet ihr quasi in Buch gewinnen. Hoffst du, dass deine Mannschaft heute die Euphorie vielleicht auch ein bisschen mitnehmen kann? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gesagt, wenn man sich die ersten 5 Runden anschaut von uns, da kann es sein, dass du mit 0 Punkte dastehst und wir haben jetzt schon 3, also sind wir ganz locker und befreit und wir hoffen halt, dass wir irgendwie mithalten können oder dass wir es so lange wie möglich spannend halten können. Die Sommervorbereitung war ja relativ kurz, aber wie zufrieden bist du grundsätzlich so mit der Entwicklung von deinen Jungs? Ja, es wird von Woche zu Woche besser. Ich muss ehrlich sagen, Anfang der Vorbereitung war sehr schwierig. Da hat man schon gesehen, dass wir körperlich ein bisschen Probleme haben. Da haben wir auch den Fokus drauf gelegt, dass wir schauen, dass wir fit werden. Und einen Cup haben wir halt mitgenommen, weil er da ist, aber war jetzt nicht wirklich ein Ziel von uns, sondern wir haben einfach gesagt, dann ab Meisterschaftsstart wollen wir fit und sein. Was erwartest du heute für ein Spiel? Ja, so wie Hallein aufgestellt ist, schätze ich mal, dass relativ hoch anpressen, Gas geben und mit extremem Tempo spielen. Und da haben wir dann glaube ich, genug zu tun, dass wir da dagegen halten können. Wird vielleicht ein Rezept heute sein, dass man die Chancen, die was man kriegt, nutzen muss? Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass wir zu Chancen kommen. Das war ein gutes Zeichen. Und ja, wie gesagt, ich habe auch gesagt, es muss einmal gespielt werden. Ein Spiel dauert 90 Minuten und dann schaut mir, was rauskommt. Gerhard, herzlichen Dank, dass du bei uns warst, so kurz vorm Spiel und wir wünschen euch natürlich alles Gute für das heutige Match. Danke dir. Danke. Ja, und die Highlights zu diesem Dänengau Derby, die gibt es dann ab morgen exklusiv in der Sizasport TV App und die könnt ihr wie immer einfach downloaden aus dem App Store oder Play Store.